Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ein Daumen hoch hilft jedem kleinen YouTuber im Algorithmus. Der letzte Sommertag ist angebrochen. Und wir werden noch etwas in unserem Dorf machen. Und zwar war ich am Überlegen, ob ich noch eine Werkstatt baue. Oder einen weiteren dritten Imker. Das ist Modilburgan Sibo. Wo ist der Sibo hin? So, da schauen wir doch mal, was wir noch bauen. Ich bin eigentlich fast hier einen weiteren Imker. Wir müssen erstmal den Imker hier fertig bauen, das ist klar, aber hier vorne bei den Obstbäumen. Da hätte man ja hier noch mal Platz für einen Imker. Wir holen uns erst einmal Material. Wir schauen erstmal, was wir hier brauchen. Schauen wir mal. Haben wir denn? Nein, haben wir nicht. Wir haben keinen Hammer einstecken. Alles klar. Also. Erst einmal einen Hammer holen. Und den Krempel, den wir noch drin haben, beim letzten Mal rausrollen. Einen Hammer. Brennholz. Raus damit. Die Bronzeaxt. Raus damit. Mal Fleisch haben wir. Das müssen wir auch rausräumen. In eine Metflasche. 38 Pelze. Das ist von unserer Wolfsjagd. Und von dem Bär. Pflaumenwein haben wir 2. Becker raus. Weinflaschen. Und Weizenbier, das trinken wir nicht selber. So, jetzt schaffen wir mal fix noch das Fleisch weg. So, hier ist alles besetzt. Hätten wir ja alles. Das Essen haben wir noch dabei. Wir haben noch Fischfilets dabei. Das dürfte doch viel. Oh ja, für heute essen wir was. Werden wir gleich sehen, ob es reicht. Eins hätten wir noch. Na, wir nehmen uns mal noch 2 oder 3 mit. Nicht. Der Tag ist lang. Der Tag ist lang. Macht mir eine Bierflasche drin. Die gehört ja gar nicht. Nein. Raus damit. Fischfilet.
Vitaminen, hier noch Tonne. Eisenmesser, eine Eisenspitzhacke, eine Fackel. Da war er wohl doch betrunken, der Rasimir, wo er das hier reingeräumt hat, oder? Gebratenes Fischfilet, 106, no, das sind alte Vergammelte. Nee, wir nehmen uns mal was Frisches mit. 6 Stück nochmal. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwelchen Spittel drin haben. Hirschwein, nee, da passt hier rein. Leder. Mehl gehört auch nie bei uns. Leinsamen. Das habe ich bestimmt mal, wo ich von einer Tour zurückgekommen bin, gefunden. Wo ich beim Banditen gefunden habe. Eine Satteltasche. Was ist denn da noch alles drin? Was habe ich denn da alles reingeräumt? Ich sehe gerade hier unten. Ein Strohhut. Ein Säckchen. Und eine Tontasse. Ah, nun ist gut. Verdorbenes wird verbraucht. Nochmal hochscrollen, ob man da nochmal irgendwelchen Quatsch drin haben. Gänseblümchen. Die gehören auch ins Material. Fisch. Einfacher großer Rucksack. Das ist von einer Banditentour. Brennholz. Also da war der Rasimir betrunken wahrscheinlich. Aber er hat ja noch kein Alkohol getrunken. Oder er wollte schnell nach Hause. Weg raus. So, jetzt gehen wir auch noch fix was trinken. Wie sieht's denn mit dem Schmutz aus? 8%, das geht noch. Ja, nein. Oh, je. So, jetzt Bierflasche raus. Brennholz. Einfacher Rucksack. Einfacher großer Rucksack. 31%iger. Ein Eisenmesser. Das hier raus. Den Eisenhammer brauchen wir. Die Eisenspitzhacke raus. Hier eine Fackel raus. Gänseblümchen, Leder, Leinensamen, Mehl, Mohnsamen, Satteltasche, Strohhut, Säckchen, Tontasse. Gut, jetzt haben wir den ganzen Quatsch wieder raus. Alles klar. So, jetzt haben wir einen Hammer dabei. Einen Hammer haben wir. Gut, flitzen wir mal hinter. Wir brauchen auf alle Fälle Bretter. Gucken wir uns mal den anderen Imker an, wie der aussieht. Also Stroh, Bretter und Holz und Stämme. Alles klar. So, Stroh, Bretter und Stämme. Bretter haben wir 531, den haben wir mal 10 mit, das dürfte reichen. Ja. 19, nein, nicht, nee, 10 dürften absolut reichen. Bestätigen und Holzstämme genau das gleiche. Dürften auch 10 reichen.
Holzstamm haben wir 26, da müssen wir mal welche reinräumen, denke ich mir. Und Stroh? Nicht mehr als 20. Tierfutter haben wir 1700, da können wir langsam mal aufhören. Mal zumindest, ich denke mal, eine Jahreszeit mal aussetzen. Das werden wir auch mal machen. Da schauen wir gleich mal. Stroh. Also mehr als 20 brauchen wir nicht. Oder 24 nehmen wir mit. 3 mal 8 ist 24, Gott. Da schauen wir gleich mal in unsere Landwirtschaft und die Scheune. Tierfutter raus, wird nichts mehr gemacht. So, in die zweite Scheune schauen wir auch rein. Da waren, glaube ich, auch nochmal Tierfutter drin. Nee, da haben wir kein Tierfutter. In der dritten Scheune. Wo bin ich denn jetzt überall hin? Da wollen wir hin. Dritte Scheune. F. Tierfutter haben wir ja auch nicht. Und der hier. Leinensamendünger. Aus Verdorbenen. Leinensamen gehen wir mal runter. 60%. Halt 60. Und machen Dünger aus Verdorbenen, machen wir mal 40%, damit das Verdorbene mal wegkommt. So, und in der fünften Scheune, da haben wir garantiert kein Tierfutter gemacht. Nee. Was? Haferkorn kein Arbeiter? Wieso denn? Ah, da haben wir kein Landwirt. Na gut, dann schauen wir mal hier rein. F. Haferkorn. Dann nehmen wir das raus. Dann machen wir das woanders. F. Die haben 100%. Hier haben wir auch noch was frei. Dinger. Dinger. Noch 10% von den, 10% von den und Haferkorn. Haben wir kein Material? Haben wir kein Hafer, alles klar. Okay, gut, hat sich erledigt. Jetzt flitzen wir hier hinter, bauen wir uns den nächsten Imker zusammen. Da brauchen wir dann bloß wieder Arbeitskräfte. So, den Hammer legen wir uns auf die 2. Los geht's. Na, das ist doch plus 2x8. Wie es aussieht, 2x8. Kleinen Moment, meine Freunde. Da bin ich. Hab ich doch glatt weg. Das Videoaufnahmegerät 1 nach unten gesetzt. Wie das nach unten gerutscht ist, keine Ahnung. Hab ich doch irgendwie rumgeschüsselt. Ich bin jedenfalls noch da. So. Das ist schon fertig. Ich hätte gedacht, wir brauchen Bretter. Nö, bloß Stroh. Na ja, gut.
sind wir doch fertig. Da können wir doch gleich hier hinten das nächste hinbauen, denke ich mir. Zumindest ist das ja, bei der Scheune wollten wir es stellen, genau. Phantom Ghost stellen wir jetzt hier her. Oder wir stellen es hier daneben. Ne, wir stellen das hier hoch. So, hierher kann man das da stellen. Aber dann nehmen wir mal hier mal das Pilzenkraut weg. Liegt hier noch irgendwas rum, was wir gebrauchen können? Steine oder sowas? Ne. Bauplatz vorher sauber machen. Das war Tiere. Tierhaltung, genau. Ja bitte, hier haben wir doch. Was ist denn jetzt? Das haben sie ja geändert, stimmt. Das hat man geändert. Jetzt brauchen wir für den Bienenstock, brauchen wir jetzt Steine als Fundament. Guck an. Na, da holen wir uns mal ein paar Steine. Die brauchen wir doch bloß hier. Das ist im Update gewesen. In der 1.3. Das ist... Moment, das wird veröffentlicht, dieses Video am... Da muss ich mal auf meinen Kalender gucken. Ich bin ja ein paar Tage im Vorlauf. Heute haben wir Freitag, den 8. Und das Video wird veröffentlicht Dienstag, den 12. Also ich bin 4-5 Tage im Vorlauf. Man weiß ja nie, was dazwischen kommt. Und das Update ist gestern gekommen, am 7. Genau, am 7. April ist dieses Update gekommen. So, machen wir mal hier. Wer kommt denn jetzt? Wer drängelt denn sich hier durch? Wer bist denn du? Die Zugmunda, alles klar. Was kommt ihm von da draußen wieder gelatscht? Gut, 6 Steine brauchen wir. Die suchen wir uns hier zusammen. Da hinten liegen doch schon welche. Einen haben wir schon. Ja, wenn du Steine suchst, dann findest du keinen. Komisch. Ist wirklich komisch. Jetzt rammel ich ein bisschen runter oder was? Ja, hier vorne liegen welche, hier. Da hätte ich in der ins Lager gehen können, mir die holen. Wenn ich hier hausen so lange rumirre, um so ein paar Steine zu finden. Gut, jetzt haben wir eine Stelle gefunden. Dann nehmen wir die auch alle mit, die hier rumliegen. Wenn, muss sich das auch lohnen. Diesen Reitwegerich, auch der hier steht er ja rum, wie gesät. Nehmen wir dann auch gleich noch mit. Wir brauchen sowieso in der Gewinnung oder im Überleben brauchen wir sowieso Punkte. Und die bekommen wir halt nur durch eigenes Sammeln oder eigenes Jagen, aber das wisst ihr ja. Wir haben ja noch immerhin noch 88, glaube ich, haben wir doch mal zusammen gezählt. 88 Fähigkeiten freizuschalten. Oder wir brauchen noch 88 Fähigkeitspunkte. Machen wir mal so. So viele Fähigkeiten gibt es nicht, 88, aber Fähigkeitspunkte können wir noch 88 verwenden. So, jetzt, und hier liegt noch ein Stein. Guck mal an, den nehmen wir noch mit. So, wo ist jetzt unser Fundament? Das ist hier unten an der Scheune. Da haben wir mal das Fundament. Mal sehen, was wir noch brauchen.
6. Gut, also brauchen wir 4 Stämme, die haben wir auch. Da holen wir uns mal noch Holzstamm. Haben wir noch 8-mal Stroh? Da hoch, da hoch, da hoch. Jetzt flattern hier die Vögel rum, seht ihr das? Mal sehen, ob wir so einen Vogel abschießen können. Ne. Aus der Luft abschießen, das wär's. Aber das werden wir wohl nicht hinkriegen. Ah, hier unten sind sie. Wir brauchen jetzt unbedingt Vogelscheuchen. Seht ihr das? Die fressen uns hier unten das Saatgut weg. Jetzt kommen sie. Reingeflogen wie die Geier. Ist das eine Krähe oder was? Nicht getroffen. Hm? Na, die sind auch immer kleiner, die Viecher. Wo ist mein Eisenpfeil? Schottern. Hier steckt er. Sind das Krähen oder was? Sieht aus wie eine Krähe, oder? Die haben wir erwischt. Das ist eine Krähe, seht ihr's? Na klasse, jetzt brauchen wir unbedingt Vogelscheuchen. Das müssen wir jetzt in der Reihe kriegen. Was hatten die gebracht? 4 Fleisch, Krähenfleisch. Oh, die fliegen aber rum, gell? Oh, ich hätte sie fast erwischt in der Luft. Ich hätte sie fast erwischt. Du musst nicht meine Krähe hin, die ich abgeschossen habe. Ah, hier liegt sie, alles klar. Krähe halten. Nee, oh, da verschießt man die Pfeile. Aber die müsste man aus der Luft abschießen können, normalerweise. Also das nächste, was ist? Vogelscheuchen. Unbedingt Vogelscheuchen. Und sitzt wieder eine Krähe. Nee, das ist keine Krähe. Das ist was anderes. Na, da haben ja einige Vögel, haben sie ja eingebracht jetzt. Ja, das ist endlich ein bisschen mehr. Hier unten ist wieder eine Krähe. Jetzt gehe ich voll auf Krähenjagd hier. Endlich mehr ein bisschen Leben im Dorf. Auch durch so eine Krähe kann Leben ins Dorf kommen. Und die sind gar nicht so einfach zu treffen, die Viecher. Die haben wir auch erwischt. Die haben wir auch erwischt. Oh, wir werden Krähenschütze werden wir. Also, was ist hier drauf? Ja, auch hier ist ja eigentlich noch gar nichts. Da könnt ihr ja auch drin rumhacken. Das Blut kleckert hier rum. Ach, du kriegst das, muss ja ein paar Fitzen liegen hier. Gut, jetzt holen wir unser Material für. Darum sitzt er wieder. Das ist keine. Was ist denn das? Keine Ahnung, sieht aus wie ein Habicht. Oder ein Falke. Aber sieht schon gut aus, wenn die großen Vögel jetzt hier durch die Luft fliegen. Ja.
Die Gui, also nach dem Tönen könnte es fast die Falke sein. Ja, im Fluchverhalten nach auch. Aber man müsste sie abschießen. Das wäre natürlich. Jetzt wissen wir, was es ist. Jetzt haben wir ihn erlegt. Drei Pfeile in der Luft verschossen, aber jetzt wissen wir, was es ist. Ein Falke, haben wir doch recht. Falken sollte man eigentlich nicht abschießen. Die fressen uns die Mäuse. 5-mal Fleisch und 24 Federn bringt der. Ach, du kriegst die. Na, ist klar, das hat schon ein paar Federn dran, das Viech. So, jetzt holen wir uns aber erstmal unser Stroh. Wir haben schon wieder 26 Minuten Aufnahme. Jetzt nehmen wir unser Stroh. Was haben wir hier? Fegel geschossen. Da müssen wir doch gleich mal gucken. Müssen wir gleich im Herbst machen jetzt, den nächsten Tag. Was wollten wir? Stroh. Was habe ich denn jetzt hier für Speisemorcheln drin? Ich habe alles durcheinander eingepackt hier. Das muss ich wieder aufräumen heute Abend, wenn die Aufnahme durch ist. Halt Strohbalken. Wir brauchen 8-mal noch, denke ich mir. Das müsste reichen. Nee, 8. Entweder 16 oder 8. Keine 9. Bestätigen. Hölzer haben wir noch. Bretter haben wir auch noch, wenn wir die brauchen sollten. Ob sie da bei den Häusern auch was verändert haben, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal aus. Wir werden sowieso noch demnächst den Haus bauen. Ja, gut. Truhe, hier haben wir eine Truhe. Die Bienen schwirren schon rum, da hauen wir mal schnell ab hier. Ah, die haben jetzt endlich auch mal Löcher drin und da fliegen jetzt endlich auch mal richtig Bienen rum. Finde ich schön. Ist eine ganz andere Atmosphäre. Und das soll nur noch mal einer sagen, die Entwickler kümmern sich nicht um ihr Spiel. So, jetzt schauen wir mal. Das müsste ja Möbel, Fallen, Dekoration. Fallen? Könnte das hier dabei sein? Nein. Cool. Gebäude ist es. Handarbeit. Nein, das ist auch nicht. Halt, wir könnten höchstens mal halt über Kuh. Landwirtschaft. Okay, da. Das muss doch irgendwo. Moment, das finden wir. Blumentöpfe, verschiedenes. Hier ist es, hier ist es. Die Vogelscheuche, wir brauchen allerhand. Zwei Holzstämme, 8 Stöcke, das muss ich mir nachher mal aufschreiben, damit ich das alles zusammen oder schreibe mal gleich mal auf, damit wir da für mehrere Vogelscheuchen das Zeug mitnehmen können. Also. HS Holzstämmen brauchen wir 2 Stöcke. Brauchen wir 8. LG Leinengarn. Hier 1. Leinen. LGW Leinengewebe 1. Und Leder 2. Gut. Da hole ich mir mal dieses Material. Oder nehme ich dann im Herbst mit.
in der nächsten Folge. Und wir werden eine Schießscheibe, könnten wir uns auch mal aufbauen, damit wir ein bisschen das Schießen üben. Und dann bauen wir uns Vogelscheuchen. Alles klar. So, jetzt können wir warten auf den Herbst, wenn wieder Arbeitskräfte oder Muttis kommen, zurückkommen, um die Imker zu besetzen. Ich habe ja keine Arbeitskräfte mehr. Wir haben ja keine mehr. Schauen wir doch mal rein. Ja, halt UN. Ob wir noch 104 von 107. Hä? Immer noch? Uff. Na, da gucken wir doch mal. Da gehen wir doch gleich mal rein und gucken bei den Imker. Gebäude. Tierhaltung 13. Bienenstock. F. Leeren Slot zuweisen. F. Mal sehen, wen wir da haben. Die Damrocka. Ja, aber die ist nix. Die ist oben. Die Dobrava Hammer. Die hat in der Tierhaltung sogar eine 5. Die ist nicht im Außenlager. Also. F. Die wird Imker. Und dann haben wir noch einen zweiten Bienenstock. Halt. Ja, hier rein Bienenstock. F, nochmal ein Lernslot. Müsste hier noch eine frei sein. Oder ein Nach. Werden wir gleich mal sehen. Der Rocker fällt weg. Die bleibt oben. Die Genoveva. Die ist auch schwanger. Aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt im Herbst schon niederkommt. Das wäre dann auch der einzige, den wir noch haben, die Genoveva. Also können wir doch bald unser nächstes Haus besiedeln lassen. Also Genoveva, du gehst erst einmal, wenn du in der nächsten Saison entbindest, können wir auch nichts dafür. Da müssen wir jemand anders reinsetzen. F. Du wirst auch nochmal Imker. Alles klar. Produktion nicht eingestellt. Die können nur Honigwaben machen. Gut, 100% Honig. So, dann haben wir drei Imker, die die Honigwaben machen. Das müsste doch dann ausreichen für unser Met, oder? Denke schon, dass es dann ausreicht. So, jetzt nehmen wir den Bienenstock auch noch. Auch noch die Produktion einstellen, Honigwaben. So, das war unsere letzte Aktion für heute. Ich glaube schon, dass wir, wenn wir keine erhalten, wir schauen noch bei den Fähigkeiten rein. Wir haben noch, in der Jagd haben wir zwei Fähigkeitspunkte. Da müssen wir mal klug vorgehen. Hier unten haben wir alles voll. Was ist das hier? Das ist Raubtier. Schnelleres Bewegen beim Schleichen. Was ist das hier oben? Gewissenhafter Jäger. 15% Chance auf zusätzliche Rohstoffe von wilden Tieren. Und was ist das hier? Erfahrener Jäger. 5% langsamerer Haltbarkeitsverlust von Waffen. Und das können wir noch nicht machen. Starker Arm. 10% langsamerer Ausdauerverlust beim Zielen. Da können wir höchstens... Doch, das müsste doch gehen, oder? Nein, das geht nicht. Was ist das hier nochmal? Das ist schussbereit. Schnelleres Nachladen von Bolzen. Alles klar. Und hier haben wir Fallenmeister. Erhöht das Fallenlimit um 1. Könnte ich theoretisch Hasenfallen aufstellen.
Nee, wir nehmen. Was nehmen wir? Wir nehmen das hier, machen wir aus. Raubtier. Schnelleres Schleichen. Ja. F. Ja. Und das hier ist erfahrener Jäger. Haltbarkeitsverlust von Waffen. Naja, so schnell gehen die Waffen auch nicht kaputt. Das sind aber Rohstoffe. Vielleicht haben wir da mehr. Alles klar. Gut. Da haben wir das ja auch schon wieder weg. Alles klar. Nein, haben wir nicht. Die Vögel zwitschern. Das sieht so richtig schön friedlich aus, oder? Gut, alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Im Herbst. Im Herbst treffen wir uns hier wieder in diesem Dorf. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann schon mal Tschüss, bis zum Herbst.